Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Ja, wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, die da vielleicht heißt irgendwas Cooles. Ich bin mal gespannt, was wird. Oh. So, wir sollen uns jetzt an den. So, wir begeben uns jetzt zu Ray zurück. Also ich habe nur ein, irgendwas vielleicht angeditscht zweimal. Die Karre schon wieder brauchen. So, was haben wir denn heute? Ah, die brennenden Beweise. So, so. Also müssen wir wieder irgendwas anzünden. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it! We're both gonna do pretty well out of this, kid. Na gut, dann gehen wir mal los. Hey, Mike, ich habe da. Ich hab die Karre auf der anderen Seite stehen. Sorry. Dann gehen wir mal Beweise vernichten. Sechs Stück sollen das sein. Ja, fickt euch doch, Alter. Da höre ich das Auto. Da vorne muss das Auto sein, da vorne ist das Auto auch. Hä? Das heißt, war sechs Päckchen. Was will man denn hier wünschen? Ach komm, verpisst euch vor mir! Leck mich doch. Ich hab die Karre verliert jetzt gleich. Es war mir so klar, dass wir die Scheißkarre da... Hau doch mal ab, Mann! Die sind ziemlich penetrant und der fährt irgendwie auch immer im Kreis, der Idiot. Da ein Schuss. Mal die Karre. Alter, lächerlich, ey. Komm, wir müssen hier noch 20 mal rammen. Die Karre, die raus, wieder fast durch.
So, jetzt muss ich den Typ wieder suchen. Verschwinde! Hör auf, jetzt zieht der wieder ab von mir. Es war mir klar. Es war mir so klar, dass sich die kompletten Fotos wieder in Liberty City verteilen werden. Oh, ist das zum Kotzen, Alter. Diese penetranten Cops, Alter, die gehen mir um. Ich muss dich doch 20 Millionen mal rammen. So, dann machen wir das ganze Ding noch einmal. So, dann probieren wir es nochmal. Die mit den brennenden Beweisen. Oh, geht nicht. Ich hab mir sowas fast gedacht, ich wollte da schon rumfahren. Alter, dir penetrant und nervig. Nimm auch mal dein... So. Geh weg. Das ist nicht wahr. Da häng ich dir... Kommt der Nächste dahin. Hier sind 6. Hau doch ab, ey! Oh, verschwindet, Alter! Verschwindet einfach von mir! Dazu. Ha, ha, ha.
ist das nervig, Alter. Die Typen sind richtig penetrant. Wenn sie Leute könnt mich ran. Scheißegal, ich hab alle 6 Päckchen. Ich brauche nur gerade meine Ruhe. So. Meine Güte. Was ein Typ, ey. Huh. Uiuiui, was war das für eine Mission, liebe Leute? Ich brauche ein Auto. Alter. Boah. Ey, die Cops, die haben einen irgendwann mal so derbe gewesen. Wir haben eine neue Mission übrigens mit D. Und ja, diese Mission ist extrem, oder diese Mission ist extrem nervig. Das kann ich euch schon mal vorab sagen. Aber wir werden erstmal die R-Mission abarbeiten. Nämlich die vom guten Ray. Ich dachte, die wären irgendwie ein verständliches Päckchen, aber das ist eben leider nicht der Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. GTA 3 natürlich. Und dann machen wir weiter mit Ray.